Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer gemeinsam mit meinem Kollegen Marco Färber. Unser heutiger Gast ist einer der ganz großen Biografen der deutschsprachigen Literaturlandschaft. Er hat über E.T.A. Hoffmann geschrieben, über Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche und Schiller. Dann wagte er sich an seinen Mount Everest, wie er sagt, die Biografie von Johann Wolfgang von Goethe. 6 Jahre hat er daran gearbeitet. Heute sagt er, Goethe war nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein Meister des Lebens. Von Goethe lernen, wie das Leben gelingen kann. Wir begrüßen den Goethe-Biografen Rüdiger Safranski. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Safranski, bei NZZ Standpunkte. Herr Safranski, Goethes Werk kennen wir alle aus der Schule. Faust war Pflichtlektüre und ich gestehe, ich hatte Mühe mit dem Faust. Sie haben einen anderen Zugang gewählt. Sie stellen vielmehr Goethe als Menschen in seiner Zeit ins Zentrum Ihrer Biografie. Warum haben Sie diesen Zugang gewählt? Der Goethe selber hatte irgendwann mal in seinem Leben relativ früh, das war in der Anfangszeit seiner Weimarer Jahre, so um 1780 herum, hatte er die lichterlohe, muss man sagen, Einsicht, Werke zu schaffen, literarische Werke zu schaffen, ist eines. Aber dem Leben selbst gewissermaßen einen Werkcharakter zu geben, das ist doch eigentlich die eigentliche Aufgabe. Und in diesem Moment sagte er auch, ich subordiniere die Literatur meinem Leben. Ich ordne sie unter. Und schrieb einen Brief an seinen Freund hier nach Zürich, de Lavater. Ja, ich versuche mein Leben wie eine Pyramide zuzuspitzen. Ob ich die Spitze erreichen werde, weiß ich nicht. Schicksal spielt ja auch eine Rolle, auch bei ihm. Ne? Aber da merkt man, es ist so ein Übersprung geschehen, die Gestaltungsenergie vom Werk ins Leben selbst. Und deswegen muss man als Biograf, muss man doch noch mal ganz anders auch auf das Leben achten von ihm. Wenn man Ihr Buch, das Vorwort zu Ihrem Buch liest, dann heißt, oder den Untertitel liest, dann ist es Kunstwerk des Lebens. Jetzt könnte man das zusammen mit dem Vorwort auch ein bisschen wie ein Ratgeber lesen, ein Lebensratgeber. Irren wir uns, wenn wir das annehmen, dass das auch ein bisschen intendiert ist von Ihnen? Naja, Ratgeber wäre doch zu viel gesagt, ja. So wie man richtig Schlag nach bei Goethe, ja. So, da würde man sich auch selber zu sehr einengen. Aber so eine Reihe von Anregungen, ja, die kann man doch sehr wohl bekommen von ihm. Weil dieser Mensch ja Meister des Lebens, ja, er hat eine große Lebensklugheit. Schon eigentlich recht früh, aber dann auch mehr und mehr sich das so erworben. Ja, und wie geht das zu? Er nahm einfach seine Erfahrung ernst. Der nahm seine Erfahrung ernst. Der nahm zum Beispiel die Erfahrung ernst, dass man nur eine beschränkte Kapazität hat, um Welt zu verarbeiten, in sich aufzunehmen. Ja, man muss auch, das beschreibe ich auch ein bisschen, man muss auch auf sehr kluge Weise ignorieren können, was irgendwie nicht passt, was man nicht mehr verarbeiten kann. Zum Beispiel dieser Grundsatz, nur so viel aufzunehmen, wie man auch sich anverwandeln kann. Ich meine, das ist ein Ratschlag in der Informationsgesellschaft, ja, wo wir immer fünf, sechs Sachen gleichzeitig machen, ist das natürlich ein sehr guter Hinweis. Wenn Sie sagen, Goethe ist ein Beispiel für ein gelungenes Leben, so formulieren Sie es auch, muss man sich denn Goethe als rundum glücklichen Menschen vorstellen? Nein, das nicht. Goethe selber, der manchmal auch sehr überraschende und schroffe Antworten geben konnte. Zum Beispiel diese Frage nach dem Glück. Ja, auch schon damals sagte man, das ist doch ein Glückskind, dieser Goethe. Und da hat er ganz knurrend mal gesagt, ach Unsinn, wenn ich zusammenzähle, dann komme ich ungefähr auf 4 Wochen, in denen ich glücklich war. Ja? Naja, also das brauchen wir auch nicht so ganz eins zu eins zu nehmen. Aber Goethe war eigentlich nicht so ein Mensch, den Fehler machen wir heute so manchmal. Man denkt, man könne das Glück
suchen oder irgendwie herbeitricksen, ja, mit irgendwelchen Methoden oder sowas. Eigentlich wollte der Goethe immer tätig sein. Er wollte seine Dinge, er wollte die Dinge machen, die er gerne machen wollte, ja. Und das gab ihm eine sehr große Befriedigung, ja. Und diese Art, den Tag zu nutzen, er sagt auch, die Pflichten des Tages, die musst du erst mal annehmen und nicht vor ihnen dich davon schleichen, ja. Also diese Art von Tätigsein, das war für ihn ein beglückendes Gefühl. Es ist nur so, beim Glück, wenn man so direkt darauf zielt, dann trifft man meistens nicht. Sondern Glück, jedenfalls war das für Goethe, galt das so, war eher das begleitende Gefühl des Gelingens, wenn denn etwas gelang oder wenn er sich das umgesetzt hat, was er wollte. Also insofern war er schon ein Mensch, der in einem hohen Maß vom Leben, das er liebte, befriedigt war. Sie nennen ihn ja Meister des Lebens. Was zeichnet denn diesen Meister aus? Also Sie haben jetzt ein paar Dinge gesagt. Ist es die Art, wie er mit seinem Leben umging, wie er dieses Leben auch annahm, wie er es lebte? Oder war es zum Beispiel auch die Disziplin, eben dieses Tätigsein, das Sie jetzt gerade noch erwähnt haben? Was ist typisch für den Goethe? Ja, der Goethe. Wir müssen da allerdings den jungen und den späteren Goethe deutlich unterscheiden. Der junge Goethe in der Frankfurter genialischen Zeit, ja, der lebte sehr, sehr impulsiv und im hohen Maße spontan. Ja. Das war ja auch so ein unglaublich anziehender junger Mann und die Frauen waren alle in ihn verliebt und man pilgerte nach Weimar, nach Frankfurt, um den zu sehen und er brach zu Wanderungen auf. Und also der war unberechenbar und war auch für sich selbst unberechenbar. Also undiszipliniert in modernen Termin. Und in diesem Sinne war der junge Goethe war also ziemlich undiszipliniert. Und dann wurde er ja dann Jurist, ne? Und da hat er ja eine Anwaltskanzlei, 27 Prozesse, aber die hat der Vater mehr oder weniger erledigt. Ja, der war ja auch Jurist. Also da war er nicht so ein geordneter Mensch. Aber dann, ja, als er nach Weimar ging und dann nach den ersten 2-3 Jahren in Weimar, da hat er sich sehr viele strenge, ich würde mal sagen, Rituale zugelegt. Ja? Er hat auch zum Beispiel immer diesen Grundsatz gehabt, immer die Dinge zu machen. Also erstens, das, was man jetzt gerade macht, das voll und ganz machen, mit ganzer Hingabe. Das ist gewissermaßen, heute wird das verkauft unter dem Prinzip des Taoismus, ja. Du musst, machst du deinen Tee, musst du den Schwerpunkt deiner Existenz in das Tee machen, verlegen. Und machst du das, das ist gar nicht unklug, ja. Und so machte er seine verschiedenen Pflichten. Ob er sich um die Uniformknöpfe der Soldaten in Weimar kümmerte oder ob er Steine gesammelt hat oder ob er am Faust geschrieben hat. Immer, was er im Moment macht, hundertprozentig. Hat denn diese, nennen wir es jetzt trotzdem, Disziplinsgewinnung von Goethe, als er in Weimar aufgeschlagen ist, etwas damit zu tun, dass er dort eben auch dann in eine Funktion getreten ist? Also dass er dort auch quasi ein Amt ausüben musste? Natürlich. Und es ist ja auch so, der Goethe, der suchte ja das. Der suchte diesen äußeren Zwang. Deswegen ging er nach Weimar. Ja, man muss vielleicht ganz kurz ausführen, nach dieser genialischen Phase, von der Sie geredet haben, ja. Wollte er auch etwas quasi im realen Leben tätig werden und ging nach Weimar als Minister zu Karl August, ja. Herzog Karl August. Genau so ist es. Der hat, so ein Genie hat ja ein Problem unter Umständen. Er hatte das dann, wenn einem alles so leicht fällt, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass man eigentlich was getan hat. Ne? Es dichtet in ihm, so wie es regnet. Ja, also das ist so. Und der Goethe nahm dieses Angebot an, nach Weimar zu gehen, weil er Realität lernen wollte. Der wollte Wirklichkeit als Widerstand erfahren, auch als
disziplinierenden Widerstand. Das wollte er. Gab am Anfang dann diese leicht objektiv komische Situation, dass sie in Weimar wollten sie ja so einen Luftgeist, so einen Paradiesvogel eigentlich haben, ne? Der Charme dieses genialischen Dichters. Aber gerade dieser Paradiesvogel, der wollte nun in Weimar aber sich erden, ja? Der wollte nur ernsthaft werden, ja? Man einigte sich dann, das funktionierte nachher. Goethe jedenfalls bediente sich gewissermaßen des äußeren Zwangs, um sich richtig in eine Disziplin hineinzubegeben. War er denn eigentlich ein guter Minister? Ein guter? Ja. Also, das ist eine heikle Frage. Die Germanisten und die Goethe-Philologen, die streiten darüber. Ich würde mal sagen, der Goethe hat längst nicht das erreicht, was er sich so vorgestellt hat, was man dann so erreichen konnte. Ja? Wir müssen eine Sache auf jeden Fall festhalten. Als er dann dort war und als er dann die Ämter bekam, hat er sie eben mit einer unglaublichen Hingabe erstmal getan. Ja, so, dass sich alle gewundert haben. Da war er fürs Militär zuständig, für den Bergbau zuständig. Er war ja zeitweilig sogar für die Finanzen. Ja, also, ja, da hat es auch eine Korruptionsaffäre gegeben und so weiter. Dann musste er jetzt auch die Finanzen übernehmen. Und da hat er sehr viel Aufgaben gehabt. Und seine, das ist auch sehr typisch für Goethe. Eine seiner Lieblingsaufgaben war zum Beispiel der Bergbau in Ilmenau, Silberbergbau. Ja, den wollte er wieder beleben. Ja, den hat es schon im 16. Jahrhundert gegeben, den wollte er wieder belegen. Das funktionierte nicht. Das funktionierte nicht, aber er hat es mit einer solchen Hingabe gemacht, dass er über diese Tätigkeit wurde er Mineraloge. Er vertiefte sich in die Erforschung der Steine, sammelte Steine und mit Geologen pflegte er Umgang. Er war, das Typische daran ist, er greift eine Aufgabe auf, die ihm auch von außen aufgenötigt wird und hat das Bedürfnis, sie mit solchem Sinn zu erfüllen, dass er sie wirklich ganz und gar von innen her übernehmen kann. Da ist der Bergbau ein wunderbares Beispiel dafür. Und so macht er kümmert sich in Weimar, das ist auch seine Pflicht, um die Parks und um die Gärten. Ja, und da wird er nun zum Pflanzenforscher. Ja, der Goethe muss, wenn er so eine Aufgabe anpackt, der muss die Sache ganz machen. Er leitet das Theater, dann wird er zum Dramaturgen, dann macht er sich in all, bis hin zur Ausbildung von Schauspielern und so weiter. Das ist das Interessante bei ihm. Das heißt, der Satz, den Sie vorhin zitiert haben, ein Lieblingssatz von Goethe, wie Sie schreiben, ich nehme nur das auf, was mich fördert, heißt keineswegs etwa, ich mache nur das, was mir Lust macht. So ist es. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Nicht, wonach man jetzt unmittelbar den Geschmack hat, sondern wenn er das Gefühl hat, wenn ich mich darauf einlasse, dann passiert etwas, das er selber am wunderbarsten ausgedrückt hat. Er hat dann nämlich gesagt, dann wächst mir ein passendes Organ. Ja, indem ich das und das mache, werde ich überhaupt sensibel dafür und es entsteht eine Wahrnehmungsmöglichkeit. So, das heißt fördern. Nicht einfach, worauf man Lust hat, sondern was einen fördert. Hat er denn das gemacht, um reifer zu werden als Mensch, weil es ihn einfach auch interessiert hat? Oder hat er es auch gemacht, um sich inspirieren zu lassen für seine Werke? Sagen wir mal so, für den Goethe stand schon im Mittelpunkt, was mache ich aus mir? Ja, wir dürfen nicht vergessen, gerade diese Goethe-Zeit, die war um 1800 und so, da treten ja auch solche Figuren auf, dann wie Wilhelm von Humboldt. Ja, da ist dann das Bildungsideal und so weiter. Das heißt, das ist eine Zeit, die hohen Sinn hineingelegt hat in die Fähigkeit des Menschen, aus sich ein unverwechselbares Individuum zu machen, eine Persönlichkeit.